Spätestens wenn die ersten Töne des Volksmusikhits Herzilein erklingen, wissen selbst Nicht-Schlagerfans, um welchen Song und vor allem welches Duo es sich handelt. Die Wildecker Herzbuben haben sich vor über 30 Jahren in die Herzen ihrer Fans gesungen und sind bis heute fester Bestandteil der Schlagerwelt. Doch was machen Wolfgang Schwalm und Wilfried Liem heute? Wir verraten es euch. Wilfried Liem und sein weißer Rauschebart sind einfach unverkennbar. Der Herzbube wurde 1946 in Obersuhl geboren und war eigentlich Versicherungskaufmann. Mit Herzilein gelang ihm 1989 der musikalische Durchbruch. Auch abseits der Bühne hatte Liem schon zahlreiche Auftritte im Fernsehen. Im Kinofilm Ich bin dann mal weg war er mit seinem Bandkollegen zu sehen. 2015 zog er ins Promi Big Brother Haus. Nach 11 Tagen verließ er den Container jedoch freiwillig. Für den Sänger gehört die Musik auch im hohen Alter noch zu seinem Leben dazu. Vor allem das Auftreten vor Publikum, wie er 2019 in einem Interview mit der Wolfsburger Allgemeinen verriet. Es ist immer wieder schön, das auf der Bühne zu erleben, diese Korrespondenz, die man mit dem Publikum hat. Das ist eine Lebensnotwendigkeit. Das ist ein großes Wort, aber das gehört einfach zu mir. Ich mache auch für mich zu Hause Musik, aber das ist es dann nicht. Ich brauche das Publikum. Privat ist Wilfried Liem mit seiner Frau Elke verheiratet. Die beiden haben 4 Kinder. Auch Wolfgang Schwalm darf bei den Wildecker Herzbuben auf keinen Fall fehlen. Er wurde 1954 in Görzheim geboren und ist gelernter Elektroinstallateur. Für ihn kam mit den Herzbuben ebenfalls der ganz große Erfolg. Doch 2010 folgte ein Gesundheitsschock. Er musste mit Kammerflimmern ins Krankenhaus. Wenn man so nah vor dem Tod stand, weiß man das Leben zu schätzen, erklärte Schwalm damals der Bild. Der Sänger leidet unter der sogenannten Bläserkrankheit, die leider unheilbar ist. Dabei wird das Herz zu wenig mit Sauerstoff versorgt. Davon lässt sich der Volksmusikstar allerdings nicht unterkriegen. Vor allem seine Freundin Diana versüßt ihm das Leben. Sie bringt die beste Heilung, die ich mir für mein Herz wünschen kann, verrät er Bild. Vor ihrem Durchbruch mit Herzilein waren Wolfgang Schwalm und Wilfried Liem als Begleitband von Gigi Anderson unter dem Namen Die Kurokas unterwegs. Mit ihrem altbekannten Hit und neuem Namen wagten sie als Wildecker Herzbuben schließlich selbst den Schritt auf die großen Bühnen, und der Erfolg sollte ihnen recht geben.